Morgen. Wir sind jetzt hier mitten im Schwarzwald im Bereich von Gremmelsbach. Die Anfahrt hierher, die ist recht abenteuerlich. Also man fährt sicherlich so um die 8 Kilometer nur über landwirtschaftliche Wege, asphaltiert, zwischen Höfen, durch eine wunderbare Gegend, bergauf, bergab, bis man hier am Startpunkt ist. Man kann sich die Route anschauen, da kriegt man sicherlich auch noch irgendwo anders einen Startpunkt hin. Wir wollen heute wandern. Von hier aus geht es erstmal Richtung Hornberg, oberhalb. Da hoffen wir auf ein paar schöne Aussichten. Wie jedes Mal hat es ein paar Felsen unterwegs. Ansonsten lassen wir uns auf dem Weg mal überraschen. Hoffen wir, dass wir eine tolle Tour haben. Wir freuen uns auf jeden Fall über das Wetter. Es ist super warm. So, der Blick hier zwischen den Bäumen hindurch, der lässt erahnen, wie hoch wir gerade sind. Rund 900 Meter. Steige runter. So. Mal schauen, unser Komoot. Naja. Schauen wir mal. Und immer wieder zwischen den Bäumen hindurch hat man einen schönen Ausblick. Oder man sieht auf jeden Fall auf ein paar Höhen. Eine kleine Schutzhütte. Und wir sind hier auf der Immelsbacher Höhe. Ja, haben wir wirklich einen schönen Blick. Und das Bänkle, das liegt natürlich schon schön. Ja, wir sind hier runter Richtung Hornberg und eigentlich auch Richtung Vogtsbauernhöfe. Tatsächlich sind es zur Immelsbacher Höhe noch 1 Kilometer. Das war sie noch gar nicht. Hier ein Jägerstand in doch sehr steilem Gelände. Jetzt weiß ich nicht, schaut der nach Rehwild, Rotwild oder schaut der nach Berggämsen? So, hier sind wir jetzt auf der Immelsbacher Höhe. Hinweistafeln zur Natur. Und natürlich ein Grillplatz, schön gelegen. Jetzt geht es mal ein bisschen steiler bergauf. Auf dem Pfad unterwegs. So wie wir es eigentlich am liebsten haben. Echt klasse. Echt toll. Und die Farben, das saftige Grün im Frühjahr. Einfach super. Ein Herz im Wald. Und der Weg führt schön vorbei. Wir sind jetzt ein bisschen auf dem Bergrücken. Rechts geht's runter, links geht's runter. Und hier oben drüber führt dieser schöne Pfad. Wie gesagt, Sonne, Pfad, saftiges Grün. Zwischen den Bäumen wunderbare Ausblicke. Für uns zumindest. Richtig toll. Auf geht's Richtung Felsen.
So, hier geht es jetzt zu allen Seiten. Und gut, runter. Endlich ein toller Aussichtspunkt. So, weiter geht's auf unserem Wanderpfad. Challenge heute: Überwinden eines hohen Hindernisses. Klar, bis jetzt hatten wir eigentlich keine Wanderung ohne große Hindernisse. Das ist jetzt bislang das Einzige. Mal schauen, ob das heute so bleibt. Das wäre ja wirklich eine Ausnahme. Es geht ein ganzes Stück auf diesen Bergrücken entlang. Rechts und links geht es runter. Und wir laufen schön auf einem schönen Pfad hindurch. Durch die Felsen. Zwischen den Bäumen. Zwischen dem schönen, saftigen Grün. Und genießen immer wieder die Aussichten. So, jetzt mal gehabt, ein bisschen steiler der Berg hoch. Jetzt dürften wir schon auf dem höchsten Punkt sein. So schön, diese Moosbewachsenen Felsen. Was Mystisches. Ja, das stimmt. Und jetzt geht's über Serpentine den Berg runter. Alles über den Pfad. Richtig toll. Aha. Ach, das ist super. Also Gabi, sei mal nicht böse, aber der Baum reicht. Da sind die Räuber. Der Baum reicht eigentlich schon länger nicht mehr für. Nee, ich weiß. Hier geht es weiter gerade aus dem Felsenweg. Wobei wir hier auch wieder ein spannendes Exemplar haben. Ah ja, Bamberg, von der Burg und Gabi. Ja, da. Hat sich schon schön letztlich gesichert. Schön.
Schöne Aussichtsfelsen hier. So, zurück der Blick in Richtung Triberg. Sieht man von hier aus nicht. So, weiter geht's. Wo es rauf geht, geht es auch wieder runter. Da geht's. Gabi hat gemeint, sie müsste ein wenig in den Felsen rumkraxeln. Aber der obere ist dann doch gefährlich. Da ist nichts mit Länder. So, da vorne auf dem Felsen. Da haben wir gerade eben noch. Aber jetzt geht's wieder weiter. Jetzt führt uns unser Weg unterhalb vom Aussichtsfelsen entlang. Ach du Grüne, ich denke gerade, warum rennt sie denn? Ja, aber was ist denn das? Nicht so bequem. Das ist eine Liege. Die Liege ist so. Das beschwert man sich an. Das dürfte der Ort Niederwasser sein, wenn man dort sieht. Gehen wir weiter jetzt den Felsenweg. Für uns aber jetzt nach unten. Können wir den Felsenweg verlassen und laufen jetzt wieder in die andere Wanderrichtung, erstmal auf den zweiten Halbweg. 5 Kilometer. Ja, das schaffen wir bis zum Kaffee. Warte mal, mal schön ins Auto. Nach einem kurzen Stück auf dem Waldweg geht es jetzt auf dem Pfad weiter. Echt schön. Total, richtig schön. Total angenehm. Das hat ja angenehme Temperaturen jetzt. Ja. Was für ein schöner Weg hier wieder. Keine Sorge. Der Waldweg geht es nicht weiter, sondern gleich weiter links auf dem. So, weiter geht's. Wieder Richtung Immelsbacher Höhe. Da waren wir vorher oben, aber jetzt kommen wir wieder von unten. Hier auf der anderen Talseite, hier oben, sind wir jetzt auf den Aussichtsfelsen, auf dem wir oben vorher auf den kleinen Bänkel waren. Nach wenigen Metern weg von der Waldautobahn wieder weiter auf dem Pfad. Hier kommt jetzt ein Schild. Absturzgefahr.
Ja, allerdings für Radler. Ein kleiner Abstecher zur Kanzel. Ein bisschen weg vom Weg. Das müsste es hier sein. Mal schauen. Mal schauen, ob sich die extra Meter lohnen. Gut, ein Bänkle ist da. Das ist auch da. Parkplatz. Eigentliche Flagge ist auch da. Aussicht. Naja. Naja. Nicht jeder Name Kanzel und nicht jeder Felsen führt zwangsläufig zum tollen Aussichtspunkt. Aber okay, es war nicht weit. Ein paar Meter waren es bergauf. Jetzt gehen sie wieder runter und weiter geht's. Sieht von unten spektakulärer aus als von oben. Durch diese Spalte muss man kommen. Jetzt sind wir richtig abwechseln hier an den Felsen entlang. Nun ist das ein toller Weg. Kann man nicht anders sagen. Jetzt geht es weiter Richtung Philippsruhe, Bertachquelle, zumindest die Richtung. Ach, hier an der Bertachquelle. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Feierabendfelsen. Wir haben noch nicht ganz Feierabend, aber von dort ist es nicht mehr arg weit bis zum Ausgangspunkt. Jetzt schauen wir mal, wie so ein Feierabendfelsen aussieht. Bin gespannt. Hier sind wir jetzt unmittelbar am Feierabendfelsen. Ja, den schauen wir uns auf jeden Fall an. Unser Weg führt nachher da links weiter. Das sieht über diese Hände. Ah ja. Jetzt aus einer anderen Perspektive, der Blick wieder auf Hornberg. Richtig ein Blick in Richtung Kinzigtal. Das Kinzigtal selber sieht man nicht. Da. So, machen wir schnell wieder hoch. Niederwasser. Und da hinten am Berg. Feierabendfelsen. Ich habe den Feierabend nicht gefunden. Weiß nicht. Ich habe ihn hier nirgends gesehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn gestern schon gefunden habe und ihn nicht zweimal gibt. Wer weiß. Immer wieder geht der Weg mal zwischendurch zwischen doch imposante Felsen. Richtig klasse. Aber hier gar nicht. Jetzt geht es erstmal wieder runter.
Treppen hat es auch noch. Was für ein herrliches Schwarzwaldtal. Hm? Geht's nochmal knackig hinauf. Eigentlich möchte ich nicht mehr hoch. Eigentlich sind wir schon ein bisschen geschafft, muss man ehrlich sagen. Aber wir stehen jetzt hier im Bereich Schlossfelsen. Da führt man mal einen kleinen Pfad hoch. Jawohl, den machen wir jetzt noch und Feierabend. Ja, da waren wir schon am Feierabendfelsen. Ich warte hier. Geht's aber noch mal richtig hoch. Ja klar, zu einer alten Burg. Da ging's halt einfach mal bergauf. Eieiei. Uiuiui. So, Schlossfelsen hochgeklettert. Entscheidet selbst, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Ja, dass die früher das ganze Graffel hier immer hochgeschleift haben und sich selber auch noch. Ein Wahnsinn. Also ohne Geländer täte ich mich da jetzt wirklich schwer. Das ist definitiv so. Da gehe ich jetzt wieder ein bisschen, aber das ist ja nicht ohne. Also steil halt. Diese hohle Gasse. Mama mia, da sind die Flur hoch. Unfassbar. Ein paar Meter weg vom Schlossfelsen, wieder so eine Formation. Also, der Weg ist echt interessant. Ich gehe es mal richtig interessant zwischen den Felsen durch. Also der Weg ist bis kurz vor Schluss wirklich für uns ganz toll. So, eigentlich mag ich nicht mehr hoch. Reicht eigentlich, aber jetzt sind wir am oberen Schlossfelsen. Das ist, kann man doch nicht einfach rechts liegen lassen. Also auch noch hoch. Jetzt kriegen wir jetzt den Blick auf den unteren Schlossfelsen, wo wir gerade waren. Und jetzt sind wir auf dem oberen. Pfälzerei. Auf dem Rappenfelsen ist ein bisschen was los. Deswegen lassen wir den jetzt wirklich aus. Einfach herrlich. So, zum Auto sind es jetzt noch etwa, das ist jetzt so 400-500 Meter. Das Resümee zu der Tour. Sag du. Also für meine Begriffe war es jetzt weit, anstrengend, aber es darf es auch sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Höhenmeter es sind, aber für mich eigentlich ideal, weil es ging immer moderat bergauf, langgestreckt. Das ist mir viel lieber als kurz und steil. Also super, toller Weg, schöne Natur.
Ja, ich fand den Weg auch ganz klasse. Also natürlich hat man einige Highlights. Die Highlights sind sicherlich die Aussichtsfelsen. Das ist natürlich schon ganz klasse. Der absolute Schwerpunkt aber liegt eigentlich auf den schönen Wegen. Es sind fast ganz überwiegend nur schmale Wanderpfade. Mal durch, ganz sanft ansteigen, ganz sanft zwischen Wälder durch, dann wieder zwischen Felsen durch, zwischen enge Felsen durch. Also wirklich ganz abwechslungsreich. Viel im Wald, also sicherlich auch mal was für heißere Tage. Also wer gerne auf solchen Pfaden läuft, der ist hier goldrichtig. Einkehrmöglichkeiten, so, leider ja. Haben wir jetzt keine gesehen, aber es gab mindestens 3-4 Grill- oder überdachte Sitzplätze, wo man hätte können sein Vesper verzehren. Genau, also Gaststätten unterwegs gab es eigentlich nichts. Empfehlenswert auf jeden Fall. Ja. Nur noch eine kleine Ergänzung. Der Wanderparkplatz, der abenteuerlich anzufahren ist, also wirklich sehr abgelegen liegt, ist hier am Dieterlebauern, bei der Dieterlebauernhöhe. Und wie gesagt, ist ein großer Parkplatz vorhanden.